Hast du ein Beispiel für deine Lügen? Du machst die ganze Zeit einfach nur Angst, die ganze Zeit dieser Stadt, Alter. Ich habe Angst davor, dass meine Kinder im Krieg aufwachsen. Davor habe ich Angst. Das dürften sie genauso wie ihr euren Kram hier verbreiten dürfen. Was habt ihr vor 2 Jahren gemacht? Ihr habt euch hingestellt und gesagt, wir impfen euch alle. Das habt ihr gerufen. Toleranz zählt nur für eure eigenen Leute. Und das ist das Problem. Ich kann dir auch persönlich erzählen. Du willst gerade mal mit deinen 100 Leuten hier gerne deine dicken Eier machen. Gar nicht! Wir sind heute beide über unseren Schatten gesprungen. Ja. Das war schon also weitaus mehr, was ich angeboten habe, als ich eigentlich den Demonstranten gegenüber vertreten kann. Wie meinst du das? Na, dass ich dem die Hand reiche und sage, er kann gerne mit mir in den Diskurs gehen, wir können gerne gemeinsam was machen. Aber sowas zu sagen ist ja eine Sache, aber auf jemand anderen wirklich zuzugehen, das Gespräch anzubieten, nochmal etwas anderes. Da würde ich fast sagen, wollen wir mal den Versuch wagen, so auf halber Höhe mal dem Protest entgegenzulaufen? Wir können es gerne und probieren. Vielleicht, ich gehe mal auf die andere Seite und versuche mal vielleicht jemanden zu finden, der da vielleicht mal mit dir reden möchte. Ja. Ja, können wir gerne probieren. Wir können ja mal die Probe aufs Exempel machen. Lasst euch nicht vom. Das, was du heraufbeschworen hast. Was denn? Was habe ich denn aufgeschworen? Was habe ich aufgeschworen? Ich habe euch meine Hand gereicht. Hier geht es um Frieden. Ich habe euch meine Hand gereicht, das ist alles. Ja, haben wir auch alles versucht vor 2 Jahren. Was habt ihr vor 2 Jahren gemacht? Ihr habt euch hingestellt und habt gesagt, wir impfen euch alle. Das habt ihr gerufen. Weil du im mobilen Impfteam warst, hast du dich entschuldigt bei den Leuten. Hast du dich bei den Leuten entschuldigt, habe ich dich gefragt. Welche Nazis? Wo sind was? Wir Nazis? Wo sind hey, wir Nazis? Du hältst die Klappe. Deswegen hängst du mit Nazis rum. Ich hänge mit Leuten rum, die für Frieden auf die Straße gehen. Euch scheint der Frieden nicht wichtig genug zu sein. Ja. Leute, es geht um den Frieden auf der Welt und das muss euch begreiflich sein. Wir verschwenden hier in der Krieg gegeneinander. Das ist der Fehler. Was erzählst denn du? Meine Reden höre ich mir immer an, weil ich schreibe sie vorher auf. Was erzählst du nur? Was erzählst du mit Goldmann? Ich bin tolerant, ich bin Demokrat. Ihr seid nicht da, das ist der Unterschied. Das ist der Punkt, ihr seid keine Demokrat. Ihr habt null Toleranz, null. Nur euren Leuten gegenüber habt Toleranz. Das ist euer Fehler. Das ist euer Problem. Ich habe euch die Hand gereicht, es geht um Frieden. Wir finden den Krieg gegeneinander, statt für den Frieden in der Welt. Aber der ist euch scheißegal. Genau wie damals beim Impfen, da war das Geld wichtiger, du hast die Leute geimpft. Das war dir wichtig. Mobiles Impfteam, sage ich nur. Wisst ihr eigentlich, dass ihr Impfzentrum mit 300 Zellen... Erzähl nicht so Schwachsinn, Junge. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Du hast für mich gearbeitet, das ist nicht so ein Scheiß, Junge. Du hast die Bestandsarbeit an der AOK für mich, weiter gar nichts. Also hör auf, so einen Müll zu erzählen. Junge, du hast ein mobiles Impfteam betreut. Du hast Leute spritzen lassen. Hast du dich entschuldigt für die Folgen? Hast du dich entschuldigt? Hast du noch groß getan? Ich war das mobiles Impfteam. Da bin ich dabei. Hast du dich entschuldigt bei den Leuten, habe ich dich gefragt. Dann wird es Zeit, dass du das tust. Du solltest betteln um Entschuldigung, was du getan hast. Du solltest betteln, ohne Scheiß. Mann, überleg dir, was den Leuten passiert ist. Was ist denn das hier? Ihr steht hier mit der Antifa, steht ihr hier. Ihr steht mit der Antifa hier. Da ist ein altes Pärchen, die schon angemeldet haben. Die das angemeldet haben. Hier habe ich angemeldet. Bin ich ein Nazi oder was? Bin ich ein Nazi? Dann begründe das bitte, wo ich ein Nazi bin. Mann, wenn du keine Kinder hast, kann ich nicht dafür. Ich habe 2 Kinder und ich will nicht, dass sie in den Krieg ziehen. Verstehst du das? Wenn du das nicht begreifst, dann tut es mir leid. Vielleicht begreifst du irgendwann, wenn du mal Kinder hast. Wenn die Einberufung kommt, wenn sie in der Plastiktüte aus dem Krieg zurückkommt, vielleicht verstehst du es dann. Vorher versteht ihr das nicht. Ihr alle. Er hat keine Argumente weiter. Nee, es geht nicht um Argumente, es ist so. Das Einzige, was ihr schreien könnt, Nazis, Nazis, Nazis. Es geht ja nicht um rechts oder links. Rechts oder links spielt keine Rolle. Wir haben die Linkesten überhaupt dabei. Wo ist Otto? Das ist der Linkeste, den es gibt. Der war früher in der Antifa. Ja, es ist so. Das ist einfach so. Wir sind Demokraten, wir sind tolerant, nicht wie ihr. Ihr habt nur Toleranz. Eure Toleranz beschränkt sich auf eure Leute, auf nichts anderes. Ansonsten habt ihr nur Hass in euch. Das ist euer Problem. Nochmal. Noch einmal. Du brauchst gar nicht einzukratzen bei irgendwem. Mann, das Einzige, was ihr tut und was ihr macht, das ist Hass verbreiten. Ihr schreit hier rum, Nazi-Schweine, Nazi-Schweine. Auch zu mir hat er das gesagt. Was habe ich denn gelabert? Was habe ich gesagt? Komm, sag mir ein Beispiel von meiner Rede heute. Sag mir ein Beispiel. Sag mir ein Beispiel. Hast du eins? Wenn du kein Beispiel sagen kannst, lügst du. Verstehst du? Hast du ein Beispiel von dem, was ich heute gesagt habe? Ich habe dich was gefragt. Hast du ein Beispiel für deine Lügen? Ja. Hast du ein Beispiel dafür, was du erzählst? Hast du ein Beispiel dafür? Hast du nicht? Können Sie ein bisschen näher kommen? Man versteht Sie so schlecht. Ja? Ist das möglich? Ja, wir können gerne in den normalen Diskurs gehen, ich habe damit kein Problem. Nee,
können uns gerne alleine treffen und unterhalten. Nicht mit dem Heini und nicht mit dem Heini. Das Heini. Hier. Du fängst doch schon wieder. Du fängst doch schon. Hey, ihr bleibt cool. Red, es ist doch alles in Ordnung. Es ist alles okay. Ich habe das. Und das ist das, was ich seit 4 Jahren hier sage. An meiner Seite ist jeder willkommen, der für den Frieden auf die Straße geht. Jeder. Mir egal, welche Fahne der trägt. Da kann er mit der linken Fahne kommen, da kann mit der SPD-Fahne kommen, wenn er für den Frieden steht. Wenn es eine Hakenkreuzfahne gibt. Ja, damit natürlich nichts verbotenem. Okay. Da kann damit kommen, das ist mir egal. Wenn er für den Frieden steht, darf er damit kommen, kann er meiner Seite laufen. Da ist jeder willkommen. Es ist einfach so. Und da könnt ihr euren Hass verbreiten, wie ihr wollt. Bei mir reicht die Toleranz über diesen Kreis hinaus. Nicht über euch. Toleranz zählt nur für eure eigenen Leute. Und das ist das Problem. Und ihr müsst überlegen, was ihr tut. Ihr bezeichnet, ihr betitelt Leute, ihr beleidigt Leute, die für den Frieden auf die Straße gehen. Für Frieden. Genau. Für das Ende des Mordens der Kinder. Hast du dich damit überhaupt mal auseinandergesetzt, was im Gazastreifen passiert? Hast du dich damit auseinandergesetzt, frage ich dich, wenn du dich hierher stellst und Leute beschimpfst, die mit Friedensfahnen dastehen? Wie bitte? Ich hab kurz... Es hat nichts mit alleine zu tun. Du stehst doch hier und behauptest Sachen. Ja? Du stellst dich hier hin und beschimpfst Leute mit Friedensfahnen. Also er möchte unter den Ausschluss der Presse mit dem Montag spazieren. Ich lade dich ein, am 15. September mit mir in den Gazastreifen zu fahren. Du kannst mitkommen. Aber mit einem mobilen Ärzteteam, kein Impfteam. Nur, dass du Bescheid weißt. Bring doch Tatsachen. Beleg doch irgendetwas von dem, was du sagst. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Antwort! Erzählen, dass wenn andere Leute hier irgendwie die Macht übernehmen, die Polizei nicht mehr machen kann, dass sie euch schikaniert und keine Ahnung. Ihr fühlt euch immer wieder in der Wo ist das Problem? Dass ich hier einen Streamer einlade, der das bringt. Weil ich nicht Frau Seide einlade oder was, die deine Lügen weiter verbreitet oder was? Ja, oder warum? Ja? Warum? Na was ist? Na klar! Du kommst nicht auf den Punkt, du kannst nichts belegen von dem, was du hier rumschreist. Das die letzten Wochen. Ja? Mehr nicht, in den letzten Jahren. Was habe ich denn gemacht? Wann habe ich etwas gesagt, was mich als Nazi hinstellt? Was? Was war da? Und wo? Was habe ich gesagt? Was macht mich zum Nazi? Was? Weil er so bezeichnet werden darf. Und warum ist er denn ein Nazi? Sag es mir. Genau. Sag mir, warum er ein Nazi ist. Bring also es geht um Höcke. Hier ist Otto, das ist der Linkste, den es überhaupt gibt. Der war schon bei den Linken bei der Antifa, der war noch nicht auf der Welt. Verstehst du? Das steht genauso neben mir wie alle anderen. Was für die Perspektive, die wir gemeinsam haben, ist nicht auf dem Tisch. Das hat nichts mit aufgeheizt zu tun. Wir aufgeheizt, weil eure Toleranzgrenze nicht weiter als eure Leute geht. Weil ihr Leute mit Friedensfahren als Nazis bezeichnet. Das ist euer Problem. Menschen mit Friedensfahren. Und du suchst nach einem gemeinsamen Nenner. Den brauche ich nicht zu suchen. Den siehst du da auf jeder Friedensfahne. Der Frieden ist der gemeinsame Nenner. Aber das versteht ihr nicht und das begreift ihr nicht. Im Gegensatz zu den anderen, die hier für die Solidarität und Frieden in der Ukraine stehen. Weil von denen laufen Leute bei uns mit, weil sie es verstanden haben, dass der Frieden das Wichtigste ist. Das versteht ihr nicht. Ihr kennt nur Hass und Hetze. Das ist alles. Und ein Herr Bock, der sich bis heute nicht entschuldigt hat für sein Aufgedränge der Impfung, der uns hier beschimpft hat. Wo ist das? Wo ist die Entschuldigung dafür? Ihr habt gelogen. Ihr habt alle gelogen. So sieht's aus. Wir haben die Wahrheit gewusst. Wir haben es einfach gewusst, dass es nicht stimmt. Und jetzt ist es belegt worden. Und spätestens jetzt ist die Entschuldigung von euch fällig. Das ist der Punkt. Ihr habt hier gestanden. Wir impfen euch alle, habt ihr gerufen. Genau. Das ist der Punkt. Ich vergesse das nicht. Nicht. Ich vergesse das nicht. Und das, was ich da oben heute gesagt habe, und gesagt, dass ich in den Diskurs gehe, ja, da bin ich über meinen Schatten gesprungen, über meinen, nicht über den der Leute dort. Weil die meisten dort haben Familien, in denen Sachen basiert sind durch eure Scheißimpfung. Die sind nicht dazu bereit zu vergeben. Und ihr müsst es einfach mal lernen. Ihr müsst einfach mal verstehen, dass Toleranz viel mehr ist. Was haben Sie? Was soll ich den armen alten Mann damit reichen? Ja? Ja? Nein, es geht nicht. Es geht auch darum. Herr Bock und seine Redner haben sich hingestellt und mich persönlich als Nazi bezeichnet. Was an mir ist der Nazi? Was? Sag's mir! Was an mir ist der Nazi? Also er kann es nicht vor. Sie können es nicht vor der Öffentlichkeit sagen, warum er ein Nazi ist. Sag's doch einfach warum. Ich stehe dazu. Also man kann hier Leute diffamieren, aber und wenn dann auf einmal die Menschen zu hinschauen, ist er still. Weil ich mit Björn Höcke hier stand und Björn Höcke gesagt hat, von deutschen Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, deswegen oder was? Oder warum? Warum bin ich der Nazi? Ja? Was sagt das sonst? Bring dir ein Beispiel. Remigration, was sagt das sonst? Was ist das Problem mit Remigration? Das macht die SPD gerade eben. Das macht die SPD gerade Macht mich das eben. Zum Nazi? Macht das Olaf Scholz zum Nazi? Macht das Sarah Wagenknecht zum Nazi? Ja? Macht die das alle zum Nazi oder was?
Remigration, alle, die das sagen, also alle Parteien sind Nazis. Nee, geht doch mal, antworte mir doch einfach mal. Ich habe dich gefragt. Sag das doch hier öffentlich vor den Leuten, ist doch kein Problem. Wir führen einen öffentlichen Diskurs. Wir führen doch hier einen öffentlichen Diskurs. Wir führen doch einen öffentlichen Diskurs, dann können wir doch, das ist doch kein Problem. Also sag bitte, was macht mich zum Nazi? Weil ich für Remigration bin? Weil ich dafür bin, dass... Was hat das? Was? Weil die Leute den Staatsapparat nicht mehr haben wollen. Und das sind Nationalsozialisten auch gewesen. Erstens mal. Ja? Bitte. Dieser Staat, der Linke hier will das Volk. Der zerstört den Staat. Das ist diese Ansicht von links. Dieser Staat. Sehen wir mal die Mitte hier. Das, aber der Punkt nochmal, du hast gerade gesagt, dass Höcke ein Nazi ist und hast gesagt, er will Remigration. Jetzt habe ich dich, ich habe dich etwas gefragt, ist Olaf Scholz ein Nazi? Habe ich dich gefragt, ja, ist er ein Nazi? Ziel. Weil der schreit über Remigration, wir müssen jetzt ordentlich abschieben. Also ist er ein Nazi, ja oder nein? Das ist keine geile Aussage von ihm, sehe ich genauso. Nee, das ist keine Antwort auf meine Frage, du bist ja fast die Journalisten wie Susanne Seide, das ist ja Wahnsinn. Also nochmal meine Frage, ist er ein Nazi, ja oder nein? Migration ist nur ein Beispiel, warum er ein Nazi ist. Ja? Nochmal, antworte mal einfach meine Frage. Sind Menschen, die über Remigration reden, Nazis? Nee, ich möchte nochmal anbieten. Ich sehe schon, ich bekomme keine Antwort. Ja, du bist mein Schatzbruder, ich kann es dir gerne auch persönlich erzählen. Du willst gerade aber mit deinen 100 Leuten hier gerne deine dicken Eier machen. Gar nicht. Was machst du? Hey, ganz kurz, nein. Also entweder haben deine Leute auch Eier und kommen mit her, oder das ist doch nicht so schlimm, die können doch dort bleiben. Weißt du warum? Die haben Angst vor euch. Jetzt rein. Ja. Ja. Hey, noch niemals in über 4 Jahren, die wir hier montags auf der Straße waren, gab es noch niemals Gewalt auf diesem Spaziergang. Noch niemals gab es eine Ausschreitung oder Gewalt von hier. Dieser Protest war von Beginn an. Es gab sehr viel verbale Gewalt auf jeden Fall, mein Lieber. Und die gibt es von ganz vielen Leuten um dich rum. Was sagst du jetzt? Was verbale Gewalt? Was ist dann, wenn ihr zu uns ruft, du Nazi-Schwein? Wenn ihr hier mit Bannern steht, Nazis töten. Nazis von was ist damit? Und uns dann als Nazis bezeichnet. Ganz Weimar hasst. Schreit ihr rum und ihr geht auf die Plakate und schreit gegen Hass und Hetze. Das ist Heuchler sind das. Ihr redet von einzelnen Sprüchen und von einzelnen Plakaten. Das waren über 3000 Leute auf dem Platz, wieder am Platz, die gebrüllt haben. Ganz zweimal Hass, die AfD. Eine Mauer, das ist aber auch legitim. War Angst vor euch. Das dürften sie genauso wie ihr euren Kram hier verbreiten dürft. Ja. Ja, dann red doch nicht über verbale Gewalt, also was sprichst du denn das dann? Das ist Hass, ey. Nach was? Dem Hass kam das KZ, weißt du das nicht mehr? Du hast gar keine Ahnung, ja, was ein Nazi ist? So drehst du dir das dann, oder was? Das ist Tatsache. Nach dem Hass kam das KZ. Marc-Herrn Wagner, der weiß das ganz genau. Aber der Wagner ganz stand ja auch hier und hat die Menschen mit Friedensfahnen als Nazis bezeichnet bei einer Friedensdemo. Genau. Der räumt einfach nur geschichtlich ein, warum ihr der Beginn seid von etwas ganz, ganz gefährliches. Der Beginn, weißt du, was der Beginn war damals? Der Beginn war, Parteien zu verbieten, Presse zu verbieten. Das war der Beginn. Nichts anderes. Die Partei, die von was ungefährdet, muss natürlich verboten werden. Das ist aber legitim. Also war das damals auch legitim? 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 Beantworten wir meine Frage. War das damals auch legitim? Von wann damals? Du redest von 1900 an und dazu? Ich rede von 1933. War das damals legitim? Ja oder nein? Wann gab es die NPD 1933? SPD. Ich rede von der SPD. Die SPD. Du hast von Geschichte keine Ahnung. Die SPD wurde verboten. Gut. Aber ganz kurz, Leute. Tut mir einen Gefallen. Ich will, dass die Polizisten, die sind so lange ruhig geblieben und anständig geblieben. Ich will, dass sie jetzt auch nach Hause kommen. Lasst uns gehen, lasst uns auf die Seite übergehen. Es macht keinen Sinn. Nächste Woche sehe ich dir weiter an dich treffen. Gerne mit deinem linken Kollegen. Ein Live-TV wird dabei sein. Es ist eine Live-Aufzeichnung dabei. Alter, bin ich ein Politiker oder was? Ich bin eine Privatperson in der Stadt. Du machst die ganze Zeit einfach nur Angst, die ganze Zeit dieser Stadt, Alter. Wo ist Angst? Welche Angst? Zeig mir, wer die Angst hat. Wer hat Angst? Nein, was ist da ruhig? Wer hat Angst? Wo verbreite ich Angst? Womit? Sag mir genau. Dann erklär mir deine Angst. Vielleicht kann ja irgendjemand dir helfen, Alter. Wovor ich Angst habe, kann ich dir sagen. Willst du es wissen? Ja? Ich habe Angst davor, dass meine Kinder im Krieg aufwachsen. Davor habe ich Angst. Dass du davor keine Angst hast, dass Kinderloser mag das sein. Ich habe Angst davor, dass meine Kinder im Krieg aufwachsen. Ich auch. Ja, ich habe auch Angst, dass Kinder im Krieg aufwachsen. Na, scheinbar nicht. Scheinbar ja, nicht. Natürlich, Alter. Du kannst nicht immer nur das eine Argument bringen. Das ist doch was alle verbinden sollte, die hier stehen. Jeden Einzelnen sollte das verbinden. Jeden. Mir ist egal, ob rechts, ob links, ob Mitte. Das sollte uns verbinden. Das ist der Punkt. Dass keine Kinder mehr verrecken müssen im Krieg. René, schreib dir nochmal, wir sehen uns nächste Woche vielleicht. Das ist einfach so. Ciao. Kommt, Leute, lasst uns weggehen. Haben Sie noch Zeit für mich? Entschuldige, haben Sie noch Zeit für mich? Demokratie, Diskurs und so? Gut. Also, man kann miteinander reden, allerdings ohne die Öffentlichkeit dabei haben zu wollen. Zumindest auf einer Seite.
wir waren mal sehr gut befreundet. Also man hat gemerkt, dass ihr eine Vorgeschichte habt. Ja, wir waren wirklich mal sehr gut befreundet. Er hat eine Zeit lang für mich im Sicherheitsdienst gearbeitet, zum Beispiel beim Einlass der AOK und solche Sachen, die wir gemacht haben. Und irgendwann treffe ich ihn, ich glaube in Jena auf einer Veranstaltung, weil er macht Musik, und hier vorne im Mascha an der ehemaligen Schütze. Und da haben wir uns getroffen auf einer Veranstaltung, die ich betreut habe, und da sagt er mir, dass er im mobilen Impfteam ist. Gut. Ja, dann vielen, vielen Dank. Schön, sehr schön, dass du da warst. Ja, ich danke. War sehr spannend hier.